Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner. Mein Name ist Johannes Lukas. Coach und Freund und noch immer bei mir zu Besuch in Wien. Und deshalb nutzen wir die Gelegenheit, um meine Wettkämpfe direkt mal auszuwerten. 5 Tage vor Mailand. Da geht es nämlich schon wieder auf die Bühne und jetzt schauen wir uns erstmal an, ob die Platzierungen gut waren, zu Recht waren. Glück gehabt, Pech gehabt, ganz genau. Vielleicht bist du ja auch beschissen worden, vielleicht hast du auch Glück gehabt mit der Platzierung. All das besprechen wir in diesem Video. So ist es, deshalb viel Spaß. Wir checken direkt mal das Wettkampfvideo von Tag 1. Also wie gesagt, es waren ja 2 verschiedene Tage. Der erste Tag ist jetzt erstmal die Neulingsmeisterschaft. Das heißt, alle durften dort starten, die noch nie bei einer NPC-Meisterschaft auf der Bühne gestanden sind. Genau. Und das waren sogar einige. True Novice nannte sich die Klasse. Ja. Das am Anfang ist jetzt sozusagen nur diese kurze Präsentationsrunde, da wurde jeder Athlet auf die Bühne gerufen und konnte einfach 60 Sekunden theoretisch so lange Posen ausführen, wie er möchte. Sich einzeln quasi vorstellen, aber das Kampfgericht schon mal eine Idee, wie davon kommt, wie derjenige so aussieht. Schönes Ding, Junge, Junge, Junge. Der kommt, der sticht so hervor, das ist so ein anderes. Boah. Oh yeah, motherfucker! Wir haben jetzt natürlich nur die seitliche Perspektive, aber es sieht schon ziemlich eindrucksvoll aus. Also ich glaube, die Form haben wir definitiv gut hinbekommen, oder? Ja, man muss dazu sagen, du warst genauso schwer wie bei deinem allerersten Wettkampf, ja. Aber eine deutlich bessere Form und bei der genau der gleichen Fülle. Ja. Also schau dich mal den AMBF, die ersten Wettkämpfe von ihm an, das ist schon mal... Das ist allerdings, da wurde ich auch am Abend gewogen, aber trotzdem. Trotzdem, ganz anderes Ding. Ne? Okay, hier haben wir jetzt gleich die Newcomer-Klasse. Da waren tatsächlich direkt 18 Teilnehmer. Ja. Deshalb haben die immer nur 5 Leute raufgerufen, die da miteinander verglichen. Genau, 6. Sie haben 6 Gruppen aufgeteilt, alle nebeneinander gestellt und einzeln bewertet. Ja. Ich muss sagen, da waren Leute dabei, wo ich dachte, okay, die waren einfach wesentlich muskulöser. Ja, zum Beispiel hier der Typ, der eben mit uns gestanden ist, aber der war tatsächlich aus der Masters-Klasse noch. Also das war schon ein anderes Level, das hat man gesehen. Auch von der Plastizität, die Muskelfülle und so, gerade am Rücken waren viele wesentlich besser. Aber man sieht auch deutlich, dass das deine Klasse ist. Also du passt da rein, du bist halt so diese Klassik-Physik tatsächlich. Ne? Ja. Haben auch viele von euch kommentiert, dass ich wirklich die klassischste Physik hatte eigentlich bei dem Wettkampf. Bei dem nehmen wir die Nummer 52, dachte ich mir auch, der war sehr, sehr gut definiert, muss man sagen. Also der auch brutale Streifen im Oberschenkel. Aber die Brust zum Beispiel, die ist bei ihm ja deutlich flacher in der seitlichen Pose, ne? In der Grundstellung. Ist ja keine Pose, ist ja erstmal nur die Grundstellung. Und du stehst hier auch einfach immer super. Ne? Der dahinter zum Beispiel steht wirklich schlecht. Ja. Der dahinter steht auch nicht optimal. Da muss man schon sagen, da war ich eher enttäuscht, wie schlecht sich da einige verkauft haben. Das kann dir natürlich so. Aber es ist natürlich auch bei jedem Wettkampf so. Also auch bei der AMBF oder bei GMBF fragt man sich manchmal nur, was die Leute dort auf der Bühne zu suchen haben. Ja. Oder ob sie es zum Spaß machen, man weiß es ja nicht. Aber vielleicht wollen halt manche einfach nur die Erfahrung sammeln, aber dann reicht es halt in öfteren Fällen nicht für eine gute Platzierung. Hier haben wir sozusagen die Top 5, das heißt, das war das erste Call-Out. Da gibt es immer mehrere, wo dann die Athleten miteinander verglichen werden und dann meistens... Wenn man das erste Callout in die Mitte gestellt wird, hat man sehr, sehr gute Chancen, dann auch zu gewinnen. Aber hier muss man jetzt auch sagen, von der Masse her habe ich auf jeden Fall am meisten Muskeln. Und ich denke auch, hier geht die Platzierung, da habe ich den ersten gemacht. Was ich interessant finde, ist, dass der rechts neben dir, ich glaube übrigens, das nur nebenbei erwähnen zu dürfen, der ist auch Nettie. Ja. Er kommt nämlich aus dem Intelligent Strength, soweit ich weiß. Und der hatte auch eine relativ klassische Linie. Hatte nicht so viele Muskeln, aber hat sich super verkauft und war sehr ausgeglichen, ausgewogen und dadurch ist der relativ weit vorne gelandet. Und das fand ich ganz cool, weil die anderen haben immer ein bisschen mehr wie Bodybuilder so. Ja, beim Posing, ich weiß nicht, was bei der manchen los war, aber anscheinend ist jetzt so unter den normalen Leuten Classic Physik vom Posing her für viele nicht so viel anders als Bodybuilding-Posen. Ja, aber es ist irgendwie ja doch, ne? Ja, ist es ja eigentlich ja schon. Aber ein Bodybuilder sollte ich auch schön, also ein guter Bodybuilder, der posen kann, der kann sich auch in einer klassischen Pose klasse präsentieren. Ja. Das rechte Bein. Beide Beine, so ist gut. So, also hier muss ich sagen, von der Struktur her ist links der Martin Hahn jetzt auch gar nicht so schlecht. Ja, bei dem fallen die Beine halt so ein bisschen ab, aber der Latissimus... Von vorne finde ich, ja, find ich gut. Der Rechtsaußen, dass die den noch auf den 5. gepackt haben, in dem Vergleich, den finde ich relativ schlank, auch die Beine so. Ne? Aber ist relativ ausgeglichen, wobei in der Mitte der Kollege... Der macht sich jetzt auch nicht schlechter. Super, also finde ich echt gut. Also ich würde mal sagen, Platzierung 3 bis 5 kann man sich dann so drüber streiten. Aber schau mal, das ist der Einzige, der ein Vakuum macht. Ne? Ja. Das ist auch eine wichtige Geschichte bei der Klassik-Physik-Klasse. Viele sagen immer, was ich da mache, wenn ich meinen Bauch so einziehe oder bei Johnny. Also das ist einfach eine Art zu posen.
Und vor allem in der Classic-Physik gilt das als sehr klassisch. Kommt aus den 70er Jahren eigentlich von Frank Zane. Ich weiß nicht, ob der das angefangen hat, aber das ist so ein Attribut dafür, den Bauch, die Taille schön schmal zu lassen. So muss man nicht mögen, aber gehört dazu und gibt offensichtlich auch immer Bonuspunkte. Ne? Hier sind wir jetzt direkt bei der Platzierung von den Junioren. Ich denke, da muss man jetzt auch nicht allzu viel zeigen. Es wurde auch hier bewusst nicht viele Ausschnitte aus den Videos genommen. Es ist aus dem Auftritt genommen, weil die Entscheidung relativ klar war. Also da gab es jetzt nicht so die krasse Konkurrenz, muss man sagen. Mhm. Weil der alleine ist dein Platz. Auch wenn Platz 2 jetzt eigentlich so von den Beinen her gar nicht so schlecht war. Also die waren schon ganz gut durchgestreift, aber wie gesagt. Am Ende hat das Gesamtpaket halt nicht gegen dich angereicht. Genau. Ja, und man darf halt nicht vergessen, er ist halt eigentlich noch Junior. Er ist fucking 21. Er hat noch 2 Jahre. Also ich könnte Zeit. In 2 Jahren nochmal bei den Junioren starten. Das wäre das Ganze. Ja, das ist wirklich irre, Leute. Das vergisst man immer so schnell. Das ist verrückt. Der nächste Vergleich ist jetzt die nächste Klasse, die Juniorenklasse von der regionalen Meisterschaft. Genau. Da sind tatsächlich nur 2 Starter gewesen. Da haben die uns auch gar nicht lange posen lassen. Wir waren vielleicht 1,5 Minuten auf der zack, Bühne. Zack, 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 einmal durch, weil das Ding für die eh schon klar war. Aber hier sieht man auch schon ganz gut. Der hat eigentlich. Du hast ja schon mal neben mir gestanden. Es waren eigentlich 2 Wettkämpfe. Das ist ein bisschen verwirrend auch für mich. Ja. Ich weiß nicht, warum die so gemacht haben. Haben sie so gemacht. Auch egal, haben wir ein paar mehr Titel gesammelt. Aber wie gesagt, da waren halt 2 Starter. Deshalb 2. Platz war zumindest schon mal safe. Muss man nicht mehr viel zu sagen. Und gegen den habe ich dann halt einfach nochmal besser dagestanden. Seine Arme sind schon echt gewaltig. Das der andere hat auch eine schöne Linie, so gefällt mir gut. Aber dafür sind Rücken besser. Zu wenig Muskeln, also weniger als Paul. Jetzt sieht das Kino erstmal so aus. Also ihr seht hier 2 Junioren. Also besser sehe ich da jetzt nicht wirklich. Das ist schon... Aber schau, der hatte sogar auch Streifen im Arsch. Also ja. Der war schon nicht so schlecht. Startet auch bei der GmbF, soweit ich weiß, dann übernächste Woche. Super. Wir sind jetzt immer noch bei der regionalen Meisterschaft, allerdings bei der Männerklasse Classic Physik über 1,83. Da waren auch relativ viele Starter. Und die haben wieder einzeln verglichen. Hier sieht man schon das erste Call-Out. Also man sieht auf jeden Fall, die Beine sind bei mir am massivsten. Auch wenn die jetzt gerade nicht so durchgespannt sind. Und ich finde auch so vor der Grundpose... Ja, auch links daneben. Links außen sieht auch stark aus. Und der Daniel hat dann gegen mich gewonnen. Das sehen wir dann gleich. Wieso, weshalb, warum. Ja, von vorne. Aber so vom Frontliner. Strukturell seid ihr, nehmt ihr euch da alle nicht viel. Ja. Selbst der links außen nicht, ne? Also ja. Muss man schon sagen. Und Flug. Muss ich nackt sehen. Da sind 2. Ja, man muss halt sagen, er steht auch sehr wie ein Bodybuilder, genauso hinter mir, finde ich. Also ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber es sieht sehr nach Bodybuilding aus. Aber der hinter dir steht auch okay, das ist ja. In Ordnung, finde ich. Steht die Schulter ein bisschen hoch, aber der vorne zum Beispiel guckt ins Kampfgericht, finde ich ein bisschen. So, da kann man sich drüber streiten, eigentlich heißt es Augen geradeaus, nach vorne nee, schon. Er schaut halbwegs geradeaus so. Ja. So schief ein bisschen. Aber am schönsten stehst du, Paul. Und du hast auch übrigens eine geile Farbe gehabt, also danke doch mal an... Das Team von Expert 10 genau, hat es gut hingekriegt, ne? Die da mal hat top gepasst. Und deine Haut ist auch so geil, die nimmt die Farbe halt gut auf, muss man dazu sagen. Also ein paar neue Leute dabei, also das bitte. Jetzt ist spannend der Vergleich von hinten. Also Alter, der Oberschenkel, der kommt aber gut hier. Ich hab nie gesagt, dass du eine Junge hast. Ja, eh nicht. Aber es ist nochmal interessant, sich selber zu sehen, oder? Das ist so ja. Im Nachhinein, das ist schon echt spannend, auch für sich als Athlet, weil man sieht, dass sich ja nicht neben den anderen stehen. Aber schau, ich stehe in Position, alle anderen stehen in Position. Nur er noch nicht. Der hat sich immer so Zeit gelassen. Also ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, ob er dann vielleicht irgendwie die Aufmerksamkeit noch auf sich lenken wollte. Weil eigentlich ja schlau. Weil ja, länger, theoretisch wenn alle auf ihn warten. Das so. Ist genau theoretisch und dann alle warten noch, bis er kommt. Aber es kann halt auch voll nach hinten losgehen. Und das Kampfgericht sagt so, ey, come on, du bist dazu da, du behalte deine Pose. Ja. Und wenn du die Pose einnehmen sollst, dann nimmst du sie auch ein und wartest nicht gefälligst noch. Das kann voll nach hinten losgehen. In dem Fall ist es leider nicht nach hinten losgegangen. Haxen, aber den Arsch nicht anspannt, super. Super! Und ich stehe schon seit einer Minute in der Pose und halte. Also, da muss aber man nicht, da muss man echt sehen, der Arsch, der war definitiv ready. Das hat Paul wirklich gut gemacht, da kann ich auch nochmal sagen. Du hast deine Posen von Anfang bis zum Ende gestanden. Hast da nicht rumgeeiert, rumgewackelt, sondern erst wenn die nächste Pose kam, zack, bis die nächste Pose gegangen, hast sie eingenommen. Das war wirklich professional. Ich glaube, da haben sie den rechts neben dir irgendwie auch weiter vorne gehabt zwischendurch mal. Mhm. Deswegen haben sie dann auch in die Mitte gepackt und die anderen nach außen. Es ist wirklich schwer zu sagen. Ne? Aber da sieht man auf jeden Fall, dass der Daniel, also der links außen erstplatzierte, sehr, sehr viel am Beinbeuger hat. Also seitlich kommen die Beine bei ihm auf jeden Fall besser. Mhm. Dafür ist bei mir der Arsch natürlich angespannt. Und von ihm sieht man jetzt halt da nicht so viel, weil er recht außen steht. Mhm. Ich glaube, den Vergleich haben wir gleich nochmal. Jetzt wurde nochmal getauscht. Daniel neben mich.
und da nochmal mit genau allen anderen verglichen. Man sieht auf jeden Fall, dass der deutlich einladendere Schulter mit dieser Lat am Start hat. Dafür habe ich den gestreifteren Arsch, sag ich mal. Und ja, aber im Beinbizeps und so, also ihr nehmt euch da beide hinten, ja, unten nichts eigentlich. Kann man jetzt, wenn ich so stehen sehe, der hat einen fiesen Beuger gehabt, so einen besseren, aber im Rücken ist er ein bisschen kompakter, aber auch nicht viel mehr. Ja. Wenn wir jetzt bedenken, dass es die Top 5 sind, muss man aber auch dazu sagen, rechts außen hat noch einen richtig butterweichen Schwabbelarsch, ja, der daneben steht, jedes Mal scheiße, guck mal, der macht hier Buslenker. Ja, auf jeden Fall, die Arme sind ja heute rum. Das ist eine Katastrophe. Also darf eigentlich, kann ich mir nicht, das, was darf nicht passieren bei so einer Meisterschaft. Ja. Also ich finde, hier in der seitlichen Ansicht sieht man vor allem, dass er halt einfach mehr Tiefe und generell Muskulatur hat. Also der hat auch 5 Kilo mehr gewogen als ich, war ähnlich groß, aber der hat halt einfach mehr Muskelmasse, muss man natürlich. Du sagst es, in den Tiefen, in den seitlichen Posen fällt es dann auch immer auf, weil diese Tiefe bekommst du dann auch durch den Rückenwind oder Spezialsupplementierung. Ja. Das, man sieht bei dir ganz klar in den seitlichen Posen, außer bei der seitlichen Brust, dann kannst du gut kaschieren, ja, dass da an Volumen, an Tiefe fehlt, ganz klar, da, genau, fehlt der Druck. Aber ich finde deine Beine viel geteilter und besser. Ja. Sowohl von vorne hier als auch von der Seite hast du da mehr Teilung drin. Das stimmt. Ja, also von vorne, die Quads bei denen sind auch schon gut am Start auf jeden Fall. Die seitlichen Bauchmuskeln kriege ich noch nicht ganz so angesteuert. Dafür war halt die Vakuum sehr nice. Vielleicht sollten wir die auch mal in Zukunft einfach ein bisschen trainieren. Können wir ja nochmal, wir haben nie wirklich Bauch gezielt trainiert. Ja. Also, dass du da schon überhaupt in die Top 3 gekommen bist, war schon krass, finde ich. Ne? Auch der Rechtsaußen war richtig bedient, Linksaußen. Dass, wenn du die so normal stehen siehst, dann siehst du mal, was da an Fleisch schon dran hängt. So, ne? Also, das waren schon Koffer. Ne? Fuck, Alter. Komm, bete! Zweite Platz in die Startnummer 49. Und dann doch so geärgert, dass der zweite Platz gewonnen ist. Ja, weil es war nicht unmöglich. Ja. Also es war, ich glaube auch der Kai hat auch gesagt, gut, Kai ist natürlich auch nicht so objektiv, hat auch gesagt, oh, also das war ganz klar, das war drin. Das war ja, eigentlich es, drin. Es war auf jeden Fall strittig. Aber das Ding ist, wir haben in ein paar Tagen nochmal die Möglichkeit, neben ihm zu stehen. Und da ist anderes Kampfgericht, wieder andere Bedingungen, wieder andere Gegner. Also wer weiß, vielleicht strafen die dann gewisse Sachen ab, die hier nicht abgestraft wurden. Vielleicht wollen die andere Sachen sehen, also ist ja immer vom Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich. Selbst am nächsten Tag wurden ja dann zum Beispiel, wo zwei gegeneinander angetreten haben, wurde der eine dann Dritter, der am Vortag Erster wurde, und der andere hat dann dafür gewonnen. Also man weiß es nie. Ich würde sagen, wir springen erstmal zu Tag 2. Bevor es aber weitergeht, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Ab jetzt ist Strong Fizzy Peach verfügbar. Wir haben Kreatin, Magnesium, Zink, Spirulina, Spinatextrakt, Jod, Folsäure, Vitamin D, Vitamin K. Alles in einer Portion enthalten. Johannes hat es die letzten Tage sehr, sehr oft gehört. Und ihr auch. Mit 1 Euro am Tag pro Portion. So ist es. Und ihr bekommt ein Exclusive gratis, bis zu 30 Portionen enthalten. 4 Stück gibt es davon. Ihr könnt euch eins aussuchen. Plus und einen Swish Energy Drink gratis. Plus das vegane Kochbuch, Leute. Und das finde ich, auch wenn ich nicht bei Rocker bin, auch nicht zu Rocker wechseln werde. So viel sei hier schon mal gesagt. Ja, ist das richtig geiler Scheiß. Genau. Das deshalb wirklich, also nur über den Link in der Beschreibung. Nutzt die Chance, egal was ihr bestellt. Gerade ist dabei, ab 25 Euro. Supportet den Ehrenpaul, damit er sich endlich mehr Stoff leisten kann. Genau, damit es auch was wieder Procard wird. Genau. Okay, Tag 2, wir starten direkt bei Junior. Da waren ebenfalls nur 4 Teilnehmer. Und die Head Judge, oder der Head Judge hat direkt mal gesagt, die beiden tragen falschen Posing Slip. Und nachdem es da sogar um die Procard geht, also der Gewinner, kann er beim Gesamtsiegerstechen mitmachen für die Procard. Ist es alles andere als professionell. Aber hier sieht man schon direkt, der Arsch war ja nochmal an dem Tag crispier als am Tag davor und ist definitiv am besten ausgeprägt hier von den Athleten. Ja, wobei ich gerne, wir werden in Zukunft da noch mehr dran arbeiten, auch ein bisschen mehr Hüftstreckung, also Hip Thrusts mit reinnehmen, um die noch besser zu machen und natürlich auch Rücken, aber da gehen wir dann später nochmal rein. Ja, aber auch bei der Juniorenklasse jetzt hier, am nächsten Tag beim Pro Qualifier, gab es eigentlich nicht wirklich eine strittige Entscheidung, wo man sich nicht sicher sein hätte müssen. Die haben auch die Vergleiche recht schnell gemacht. Waren sich auch recht schnell sicher und ich denke, das geht auf jeden Fall voll klar. Oh super, der Arsch ist besser als gestern. What are you doing? It's not bodybuilding. Da hat der eine zum Beispiel ein paar Posen immer falsch gemacht. Die Head Judge hat sich schon richtig aufgeregt. Ja, die war richtig sackig. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihr hier steht, falsche Schlüpper anhabt, falsche Form. Bodybuilding-Posen. Falsche Farbe. Und der eine hat noch Doppelbizeps gemacht, wobei es so eine Grundstellung war. Also es war wirklich witzig. Ja. Die Kampf richtig um das Akku. Ja, wobei der gar nicht so schlecht war hinten raus, ja, ne? Muss man wirklich sagen. Aber auch sein erster Wettkampf. Super. Guck mal an. Aber der steht halt auch einfach wie ein Bodybuilder da, muss man sagen. Also auf einer GmbF hätte der vielleicht nochmal deutlich besser abgeschnitten. Mhm. Jetzt geht's spannend weiter bei der Männerklasse beim
Pro Qualifier. Da waren definitiv Kaliber am Start, wo man sich dachte, scheiße, da könnte ich eventuell untergehen. Unter anderem auch Rico. Ich würde sagen, wir schauen einfach nur kurz seine Anfangsposen an. Nochmal die Erklärung, Pro Qualifier, also hat die Chance auf eine Profi-Card. Deswegen Pro qualifizieren, um Profi zu werden. Genau. So Bock drauf, sich zu zeigen, er brennt. Und genau das habe ich Paul auch Backstage gesagt. Ich will, dass du genauso eine Energie hast wie Rico. Wir werden sehen, ob er das jetzt hinkriegt. Super Präsentation von Rico, super. Boah, dickes Fleischbein. Also ja, Rico ist definitiv ein massiver Athlet. Auch live und auch in der Mansusi-Klasse. Da hat er leider nur den zweiten Platz belegt. Am Wochenende wird er auch nämlich nochmal in Mailand neben mir stehen. Leute, und jetzt haben wir gleich die Chance, die beiden miteinander zu vergleichen. Weil danach müsste... Der hat auch fette Oberschenkel. 39 kommen, das ist Paul. So, gegen den Burschen hat er gestern ganz knapp verloren. Also ich nehme an, dass es knapp war. Der hat ihn gestern geschlagen, Leute. Die 34. Der ist heute auch nicht viel schlechter. Ja, also ich finde auch, dass er da sogar jetzt besser aussah. Er ist am nächsten Tag heute besser, ein bisschen voller, ein Ticken trockener noch. Als am Tag vorher, definitiv. Ja, also das war direkt das erste Call-Out. Das war schon mal richtig geil, direkt da verglichen zu werden und ins erste Call überhaupt zu kommen. Jo. Und das wieder bei so vielen Teilnehmern. Also man sieht, da hinten stehen noch welche. Es waren auch knapp 15 bis 18 Leute auf jeden Fall. Und Rico als erster, dann die 138 als zweiter und du als vierter, also der vorletzte. Mir ging echt der Stift, ne? Vor allem, bitte guckt euch mal die 138 an. Für mich das größte Talent mit auf der Bühne. Wenn der hart gewesen wäre, hätte der alle in den Sack gepackt. Komplett. Aber alle gnadenlos. Aber ihr siehst, hier fehlen dir auf jeden Fall die Details, das Relief im Rücken so, ne? Ja, einfach so diese... Die Tiefe, das Plastische hinten dran. Und das müssen wir auf jeden Fall noch verbessern. Der Kollege links steht unangespannt, aber hat trotzdem, du siehst überall... Ja, er hat Beef. Richtig Fleisch, er hängt richtig Fleisch dran. Schade drum, Alter. Ja, da von der Seite sind auch krasse Anschnitte bei ihm gewesen. Ja. Also jetzt auf Video sieht man es definitiv. Und du siehst hier auch deine Naturalität, ne? Deine Seite, gerade diese seitliche Geschichte sieht man immer, da ist so dünn, flach, ne? Wie so ein Blatt Papier. Ja. Übertreiben halt. Ja, ist Spaß. Aber auch hier hat eigentlich keiner wirklich ein Vakuum gezogen. Rico hat eher so versucht, ich weiß nicht, die Bauchmuskeln in Szene zu setzen, weil es natürlich eine Stärke von ihm war. Mhm. Ich habe versucht, die Vakuum zu machen, um oben möglichst breit zu wirken. Und der Herr in der Mitte hat einfach die Pose gestanden, wie er so am besten fühlt. Lang gezogen, ja. Das heißt, jeder auf seine Art hat natürlich versucht, seine Schwächen gleich zu machen und irgendwie so gut wie möglich natürlich auszusehen. Na, du hast ja trotzdem einen guten Bauch, aber du wolltest halt Classic-Physik-Posing machen und das hast du auch gemacht. Ich glaube, dass das bei dem Verband hat dir das richtig geholfen, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich, hier bei der Top 3 kann man sich natürlich drum streiten, wer jetzt welchen Platz gemacht hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unverdient ist, dass ich hier den dritten gemacht habe. Kein bisschen. Wobei, dafür müsste man sich den 5., 6. und die anderen noch angucken. Die waren jetzt auch nicht so schlecht im Vergleich. Ja, und hier kommen wir dann zur Siegerehrung. Und ich muss sagen, als ich da beim dritten Platz meinen Namen gehört habe, war ich schon so ein bisschen enttäuscht. Ernsthaft? Ja. Krass, das hast du mir noch nicht gesagt. Ja. Also ja, ich habe mich jetzt nicht gefreut, dass ich Dritter geworden bin. Weil wenn man jetzt, also ich denke, das ist bei jedem so, wenn man jetzt zum Beispiel Top 2 ist und dann wird man als Zweiter aufgerufen, ist klar, dass man sich nicht freut, dass man jetzt nicht Erster geworden ist. Hm. Also da war ich, wie gesagt, so ein bisschen enttäuscht. Aber dann im Nachhinein betrachtet, geht die Entscheidung, finde ich, voll in Ordnung. Und ich kann stolz sein, dass ich definitiv so weit gekommen bin, oder? Absolut. Also Leute, wir werden sehen, was jetzt am Wochenende in Mailand noch geht. Wir werden versuchen, vielleicht noch ein kleines Fünkchen rauszuholen, vielleicht ein bisschen praller zu kommen, noch definierter. Wir werden natürlich sehen, was... Ja, praller und definierter, na, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das ist ja das Ziel. Aber wir werden ja schauen. Wir haben noch keine Ahnung, wie in Mailand, sag ich mal, die Bedingungen sein werden. Wir haben gehört, es sind dort Flutungen. Wir wissen auch nicht, worauf das Kampfgericht steht. Das weiß man halt auch nie. Deswegen muss man für sich persönlich einfach gucken, dass man da eine Bestform bringt. Mit der Form, ich würde dich auch gerne ein bisschen voller dahinstellen. Aber wenn die dann mehr auf Härte stehen, dann haben wir halt auch reingeschissen. Ja, ich denke nicht, dass wir da Härte einbüßen müssen. Aber das werden wir alles sehen. Wir nehmen euch mit. Deshalb lasst ihr Video Like da, schreibt einen Kommentar, abonniert nicht vergessen, damit ihr, wie gesagt, kein Video vergesst. Glocke natürlich genauso, schaut auch gerne bei Johannes vorbei. Und auf unseren anderen Social Media Kanälen. Kommentiert mir gerne, wie ihr die Sache seht. Vielleicht auch als Laien, wie es auf euch gewirkt hat. Ja. Und die Profis unter euch können natürlich auch gerne kommentieren, weil immer gerne gefragt. So, ansonsten Link in der Beschreibung abchecken, wisst Bescheid. Wer will keine gratis Subs haben, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao, ciao.